What up? This is Bam Margera. Make sure you check out the best German podcast named Al Forno. Hallo, mein Name ist Adrian. Ich habe richtig trockene Schleim heute. Da können Sie schon mal richtig fett Popel sammeln. Und ansonsten, die Diarrhoe ist auch so ein Ding. Hallo Adrian, hallo, wo bist du denn? Wo bist du denn, Adrian? Hallo Sebastian. Boah, ich kriege einen Drehwurm, hör auf damit, wo bist du? Warte mal, ich muss meine Kamera nochmal umstellen. Och, ey, diese ganze Organisation. Ich kann in der Zeit schon mal was vorlesen. Wir hatten ja, ich habe noch mein Kochbuch von Attila Hildmann oder Mickys Kochbuch von Attila Hildmann gefunden, daraus könnte ich vorlesen, aber das ist gar nicht so... Ist nicht so das spannend, wa? Ist gar nicht so lustig, ja. Er kein sagt, einziges also Wort Propaganda drin. Weißt du, was spannend ist? Weißt du, was eine Schlagzeile wert ist? Was wirklich weltbewegend ist? Hallo, Folge 53, mein Name ist Fjuruvan, ich bin hier mit Grillmeister, hallo. Okay, was? Und zwar hat Shireen David ihren gemeinsamen Song mit Xavier Naidoo von allen Plattformen runtergenommen. Tja. Das finde ich doch schon mal... Das ist mal ein Statement. Die Frau möchte mit dem Mann mal überhaupt gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Mir tut der eigentlich einfach nur leid. Der kifft so viel auf jeden Fall. Und ich er hat es früher besungen und jetzt ist es wahr geworden. Dieser Weg wird kein leichter sein. Mir ist gestern jemand draufgerollt. Wo? Kurz vor der Haustür. Hinten aufs Auto. Echt? Ja. Adrian, ich hatte einen Verkehrsunfall. Okay. Und dann? Wie läuft so ein Verkehrsunfall in Berlin ab? Wird das mit einem Messer ausgetragen? Ja. Pass auf. Es ist quasi vor meiner Haustür, aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Wir haben einen Mittelstreifen, wo man auch parken kann. Immer hinscheißen. Ja, genau da. Wir haben wirklich einen Mittelstreifen. Ich sag jetzt öfter, pass auf, weil du wirklich aufpassen musst. Ich möchte damit verdeutlichen, dass du aufpassen musst. Ich habe gehört, ich habe gelernt, Rhetorik-Coaches dieser Welt haben mir beigebracht, man soll wichtige Sachen dreimal sagen. Also pass auf, was jetzt kommt. Und zwar ist Donald Trump macht dasselbe. Aber da kommen wir später zu. Hortkobold-Land. Oh, naja, gut. Adrian, erzähl die Geschichte. Auf jeden Fall habe ich ganz vergessen, wo ich eigentlich war. Ist ja auch Wurst. Wie war denn dein Tag so? Nee, also ich stehe dann quasi auf der gegenüberliegenden Seite, rote Ampel. Kurz vorm Wenden quasi rollt mir einer hinten rein. Ne, es war so Pup. Ja. Bonk. Ich gucke in den Rückspiegel. Der setzt zurück, ne? Ich steig aus. Und macht nochmal. Ich mach Warnblinker an, steig aus. Ich hab Odin von der Schule abgeholt, ne? Aber es ist so, muss ja, also zur aktuellen Zeit ist ja alles wie Nacht. So ab 14 Uhr geht die Sonne ja unter. Ich geh raus, ey. Oh. Geh hinten zu dem Auto, so ein schwarzer Kia Sorento oder wie die komischen Hutschachteln da heißen. Und sag, Alter, du bist mir hier in mein Lambo gerollt, Alter. Bin ich nicht. Okay. Sag, verarschst du mich, Alter? Du bist mir hinten raufgerollt. Nein. Okay. Ich sag nein. Das ist keine Glaubensfrage. So. Ich sag nein. Und dann hat er gemerkt, so, ich hab da keinen Bock drauf, ne? Und dann ging's los. Bruder, ich hab gesagt nein. Verstehst du? Ich habe gesagt nein. Oh, Alter. Und dann ist bei mir, mein Geduldsfaden ist ja so, ist relativ kurz in so Sachen so, weil ich merke, der Typ wird jetzt außer Bruder nein, keine anderen Argumente mehr bringen, ne? Ja, und das ist jetzt nicht besonders überzeugend. Ist geil so. Und ist auch, er sagt, ich bin doch zurückgefahren. Ich sag, willst du mich verarschen? Okay. So, willst du mich verarschen? Jetzt sagst du mir sogar noch, dass du mir raufgerollt bist und zurückgefahren bist. So, ja, ich bin in die Wohnung eingebrochen und habe alle abgeknallt, aber ich habe danach wieder abgeschlossen, Bruder. So, und ich sag,
Dann lass uns die Bullen rufen. Hinter uns ist nur einspurig hier, ne? Oh, hinter geil, uns die Leute gut. Ausgerastet, ne? Verpisst euch! So, ausgerastet, wirklich. Ein LKW-Fahrer ist noch ausgestiegen. Wegen dem Blechschaden könnt ihr euch zur Seite stellen! Ich sag, ist ja gut. Machen wir alle ich gleich. Ich mach dir gleich einen Blechschaden. So, ich organisiere das hier gerade, sag ich so. Ja, ihr kommt nicht vorbei! Sag, ja, ist ja schön. Seg. Er hat gemerkt, Seg. Ist mir scheißegal. Auf jeden Fall wurde aus Bruder, nein, sag ich, gib mal deine Versicherungsdaten, Mann. Ja, warum brauchst du nicht hier so, weil ich hab auch, ich hab eine Kamera drin, alles gut. Ich sag, ja, Bombe, Alter, umso besser, klasse. Dann holen wir jetzt die Bullen. So hinten immer mehr Druck, ich sag, komm, wir holen die Bullen, ich setz mich ins Auto, fahr links auf den Mittelstreifen und er zieht durch. Okay. Wirklich, er ist einfach abgehauen. Hast du das Nummernschild gemerkt? Nachher hinterher geguckt, Nummernschild gemerkt. Und dann nach oben, ey, Pumpe auf 3 Millionen. Ich denk so, du fucking Missgeburt, ne? Wirklich, und ich hatte halt wirklich, Mann, das kann man alles so, das kann man alles easy regeln, weißt du? Ja. So, wir sind doch alle deswegen versichert. Sei doch einfach keine Missgeburt. Das ist so die Regel. Sei einfach keine Missgeburt. Aber er macht die Unfallflucht, Alter. Er macht wirklich die Unfallfluchtsnummer. Er hat vor allem die dümmste Nummer der Unfallflucht gebracht. Und zwar ist er durchgezogen, wo du ihn gesehen hast und alle anderen ihn auch gesehen haben. Und dann mit unfassbar vielen Zeugen. Wenn du einen Parkrempler machst, so, das hat keiner mitbekommen, dass er mir hinten raufgerollt ist. Odin ist kein Zeuge, den man gebrauchen kann. Also das ist halt so, der hat nicht mal mitgekriegt, dass irgendwas passiert ist, ne? So, ich war halt alleine. Aber dennoch ist so, ich habe einen weißen Audi und da ist einfach Lack hinten dran, schwarzer. Ja. Jetzt. So, weißt du? Und es ist so, okay. Und dann habe ich die Bullen angerufen, die kommen und die hatten richtig Bock, ne? So eine Frechheit. Sagen die, so eine Frechheit. Na, sowas haben wir ja gerne. Na, das werden wir. Und dann haben die da angefangen auszumessen. Und wie sah der wirklich? Aus? Wirklich? Ja, ich pass auf, geiles Server, der eine Bulle, ich musste ein bisschen lachen. Die waren wirklich nett auch, ne? Nett. Also Props an die Herrschaften. Ja, wie sah denn, was war denn das für ein Auto? Habe ich das Auto beschrieben, Kennzeichen durchgesagt. Also, ja, und was war das für ein Typ? Sag so, ja, Südländer, aber so mein Pendant, würde ich sagen. So, ne? Also Vollbart und kurze Haare und die Polizistin fragt auch so, hat er eine Brille? Oh, schlechtes Thema. So, hat er eine Brille? Ich sag, nee, Brille hat er nicht. Ach so, naja, weil sie sagten ja Pendant. Statur, ich sag, ja, der sah schon stabil aus. Und der eine Bulle so, bisschen Eigenlob, wa? Und du so, Bruder, nein. Und so, Bruder, nein. Ich hab gesagt, nein. Ich hab gesagt, nein. Nein. So. Das ist deine Argumentation, Alter? Das ist nein? Einfach nein? Nein. Ist nicht passiert. Das ist richtig Donald Trump-mäßig gewesen. So. Ist nicht, wenn's nicht, wenn ich es nicht sehe, wenn ich meine Augen zumache, dann ist es nicht da. Weißt du? Apropos Donald Trump, hast du jetzt gesehen, dass Donald Trump jetzt per Gericht verbieten will, dass weiter ausgezählt wird? So nach dem Motto, Alter, wir sind jetzt fertig. Das hat mein kleiner Cousin früher gemacht. Ganz kurz. Ich habe ihn bei Memory abgezogen so und beim letzten Paar, was ich aufdecken wollte, kam er dann an und meinte so, und ich wollte es gerade aufdecken und er so, haut meine Hand weg, deckt dasselbe auf. Ich sage, was machst du denn? Ich war dran. Er so, ja, man muss auch mal verlieren können. So. Sagt er zu mir, aber egal. Sorry. Ja, so ein Experte hat auch gesagt, Donald Trump, das muss man sich jetzt gerade, also was der durchzieht, muss man sich so auf Fußballebene. Du bist der ekligste Fucker überhaupt, Alter. Was? Ich will mit dir nie wieder mit FaceTime telefonieren. Warum? Weil ich einfach alles sehe, was bei dir passiert. Na hier, guck mal, was ich gerade hier rausgezogen habe. Ja, ich habe gesehen, aber ich will darüber nicht sprechen. Auf jeden Fall hat er gesagt, das müsste man sich ungefähr so vorstellen. Zwei Fußballmannschaften spielen gegeneinander. Es steht so 4-3 für die eine Mannschaft und dann kommt der Ausgleich und dann sagt die Mannschaft, die zuerst geführt hat, hey, hallo, Stoppi, wir haben in der 80. Minute geführt und da wollten wir eigentlich aufhören. Ja, genau. Weil da haben wir schon gewonnen.
Oh nee, das ist. Ah, das ist nee, wirklich, das ist eine ganz, ist eine Unart. Aber ich meine, am Ende, ganz ehrlich, er macht eigentlich genau das, was er vorher, das muss man ihm erlassen. Er macht immer das, was er angekündigt hat. So, er hat angekündigt, gegen das Wahlergebnis vorzugehen, und das macht er jetzt auch so. Also, das muss man ihm lassen. Ey, ich habe jetzt in der letzten Zeit wirklich eine Menge Berichte auch über ihn gesehen. So Dokumentationen und so ein Zeug, einfach weil uns das interessiert. Der Typ ist fernab der Realität. Komplett. Voll. Komplett zu 110%. Es ist der fucking Wahnsinn. Es ist ja auch beeindruckend auf eine Art und Weise, wie es jemand schafft, seine eigene Illusion zu leben, sie nach außen zu transportieren und es sogar zu schaffen, dass irgendwelche Hirnis, und zwar einfach 50% der Amerikaner, ja, das ist keine offizielle Zahl übrigens, da mitgeht. Ja, das Ding ist, also erstmal, ich verstehe sowieso nicht, warum die den Biden dahin gepackt haben. So, weil Biden, da gibt's auch genug Negativbeispiele. Ich denke, es gibt wesentlich mehr Leute, die da viel besser dafür geeignet gewesen wären als der. Das ist wie mit Hillary, weißt du? Natürlich, Kanye West zum Beispiel. Selbst die Demokraten haben gesagt, oder selbst Leute, die man kennt, die so progressiv sind, haben gesagt, so, ja, keine Ahnung, aber Hillary kannst du eigentlich auch nicht wählen. Also, am Ende, wen auch immer du da wählst, keine Ahnung. Man könnte jetzt halt sagen, dass die Harris hier, die dann Vizepräsidentin wird, die Frau, dass die vielleicht dann ganz cool ist soweit, das weiß man nicht genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall schwierig so. Also ich muss sagen, ich habe es heute mal probiert, also nicht probiert, ich habe es mal angeguckt, so zwischendurch immer mal einen Live-Ticker angemacht und mal geguckt, wie es aussieht. Mhm. Was glaubst du, wer macht's? Man muss dazu sagen, wir haben jetzt Mittwoch, den 4. November um 20.54 Uhr und bis jetzt hat Biden, glaube ich, mit 238 zu 214 Wahlmännern geführt. Also, weil es anscheinend so ist, dass das an das, was man wirklich glaubt und was man einfach sagt, tatsächlich so ist, wird's der beiden. Autosuggestion. Ende. Ja? Alter, das musst du dir mal, der Typ steht da, die Wahl ist noch nicht vorbei und der sagt, na, wir haben die Wahl gewonnen. Seien wir ehrlich, wir haben die Wahl gewonnen. Wir haben die Wahl gewonnen. Ja, hast du mitbekommen, dass irgendein Land gratuliert hat? Ja. Ich weiß nicht mehr was. Irgendein Land hat gratuliert. War es die Slowakei? Nee, warte mal, wer war denn das? Ja, irgendwas, also, wo nee, man sich fragt. Irgendein Land hat gratuliert, wo du dir halt auch denkst, so, ja, okay. Ich habe gestern so ein Meme gesehen von der Wahl von der Elfenbeinküste, so, wo der Präsident sich auch zur Wahl gestellt hat und er hat einfach mit 100% gewonnen. Und der Typ, der das gefilmt hat, hat so erst auf die anderen Kandidaten, lacht sich die ganze Zeit schon kaputt, ne? Und als dann bei dem anderen wirklich 100,0% waren, so war bis auf eine Dezimalstelle aufgerundet, so, da ist er gar nicht mehr klargekommen. Meint, die sind so korrupt, das wollen die noch nicht mal mehr verstecken, Alter. Richtig witzig. Oh, ohne Spaß. Bis auf 8 Stellen hinter dem Komma, genau. Ja, auch Ungeborene haben ihn gewählt. Oder Tote. Ey, das ohne Scheiß, Alter, das ist so eine weirde Zeit jetzt gerade. Das finde ich ist echt. Ich weiß es nicht. Es dreht also einfach alles durch. Es dreht alles durch. In Wien schießen sie sich über den Haufen. Hier wurde letztens ein S-Bahn-Fahrer mit einer Gaskanone angeschossen. Der hat wohl irgendwie noch ein Projektil gegen den Kopf bekommen. Hier, Alter. Bei mir, eine Station weiter. In Frankreich werden Leute enthauptet. Wenn der Trump an die Macht kommt, ey, dann haben wir da Nazi-USA. Es ist... Meinst du... Corona, alles. Es ist einfach so... Und ich frage mich, wozu spare ich? Warum lege ich überhaupt fucking Euro zur Seite? Ich müsste rausgehen, mir alles kaufen, was der Drogenmarkt zu bieten hat. Wirklich. Mich in Sphären knallen, wo ich noch niemals war. Und mir sagen, die letzten paar Jahre gönne ich. Ja, das klingt für mich nach einem normalen Samstag.
Ich glaube aber langsam auch, dass wir ganz nah an so einem Mad Max-Szenario dran sind. Irgendwie, weißt du, so jetzt machen wir uns noch Gedanken darüber, wo wir nächstes Jahr in Urlaub hinfahren. Und wahrscheinlich ist das Allerwahrscheinlichste, dass wir in so einer riesen Atomwüste leben, so wenn wir überhaupt noch leben. Und irgendwie komisch maskiert dann wie bei, wie heißt denn dieser Film nochmal, wo die Welt so unter Wasser steht? Waterworld? Waterworld, genau. So mit Kevin Costner, der offiziell beschissenste Film aller Zeiten. Boah, der ist wirklich scheiße. Den habe ich früher schon geguckt und fand den früher schon irgendwie, also ich habe mich nicht gefreut, wenn der kam. Der war scheiße. Waterworld ist das Fand Bisch. Ich immer kacke. Es gibt noch einen Film, der noch beschissener ist aus der Neuzeit. Ja, Colors. Nee, der neue Film, die neue Auflage von Robin Hood mit Russell Crowe. Da habe ich mich aber schon mal drüber aufgeregt. Ey, das ist der, also das geht los, ich weiß noch, da waren wir im Kino, Kumpels und ich, das geht los, so ein Angriff auf eine Burg, so geil, ja. Alter, so, boah, geil in Szene gesetzt, wir so, Bombe, das wird sexy. Es wurde nicht sexy, es wurde einfach nur schwul, so, weil es wurde sich die ganze Zeit nur mit Zunge geküsst, so, und dann wurde es auch noch so fucking unrealistisch, dass ich fast gekotzt hätte. Weißt du, der Typ einfach in 100% Baumwolle gekleidet mit einem fucking Kettenhemd steht bis zur Hüfte im Meer, klitschnass und schwingt einen Zweihänder mit einer Hand so fechtend mit irgendjemanden, wo ich mir denke so, genau, Alter. Es ist Robin fucking Hood. Wer bist du denn, Alter? Legolas oder Robin Legoland. Hood? Legoland ist er. Oh, ey, es gibt so viele schlechte Filme. Ich habe mit Mickey letztens hier Lucy hieß das, glaube ich, geguckt mit, wie heißt sie, mit Scarlett Johansson. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Limitless. Ich dachte, von Scarlett Johansson guckt man sich nur irgendwelche leaked Nacktbilder an. Gibt's da was? Und keine Ahnung, habe ich nur gehört. Hat mir ein Freund erzählt. Die hat geheiratet letztens, habe ich gehört. Ich find, das sind also mal spannende Themen, Alter. Und wir überquatschen über die US-Wahl. Ja, nee, ich finde das wirklich, also ich finde Scarlett Johansson ist cool. Ich finde es eine gute Schauspielerin. Ja. Zwinker mir jetzt heimlich zu. Okay. Nee, wirklich, ich finde, die hat wirklich schauspielerisches Talent. Wie die sich bewegt hat in Avengers, da muss ich sagen, das war auf jeden Fall, das war sehr gut gewesen. Aber ja. Dieser Lucy-Film, der war auch, weißt du, ich mag das, also ich habe ja nichts gegen unrealistisch, aber manche Sachen sind einfach total unlogisch, finde ich. So, und das ist, es geht ja bei diesem Film darum, dass man auch wie bei Limitless halt angeblich sagt, was aber verkehrt ist, dass man nicht 100% seines Gehirns nutzt. Und das macht sie dann halt und kann auf einmal mit 100% alles irgendwie kontrollieren, aber so wirklich alles, auch die Schwerkraft außer Gefecht setzen, in der Zeit zurückreisen und so. Einfach alles. Wo ich mir so denke, okay, cool Story, Bro. So, aber ich denke mir dann, während die dann in der Zeit zurückreist, so, boah, korrekt, das würde ich auch gerne können, das fände ich cool. Wir müssen uns dafür auf dem Schwarzmarkt eindecken, dafür, dass wir sowas können. Es gibt ja so Leute, ein alter Kumpel von mir, mit dem habe ich einen Transformers-Film gesehen. Ich weiß nicht mehr, welchen Teil, ist schon 100.000 Jahre her. In Kiel, wir waren in Kiel, ich wurde da tätowiert und der ist halt nicht in Kiel, mein Fehler, Kassel. Wir waren in Kassel, ich wurde da tätowiert und der war halt mit dabei. Und in der Zwischenzeit waren wir da im Kino und haben Transformers geguckt. Und nach dem Film sagt er zu mir, Alter, die ist den ganzen Film über einen fucking High Heels durch die Gegend gerannt, Alter. Wie unrealistisch ist das denn? Ja. Und da könnte ich ausrasten. Ich sag so, bist du behindert, Alter? Aber dass sich da Autos verwandeln und mit dir sprechen und ein Eigenleben fühlen, das ist nicht unrealistisch für dich. In der Welt, wo Autos und LKWs und sonst irgendwas sowas können, kann irgendeine Braut mit einem Knackarsch auch den ganzen Tag in fucking High Heels um ihr Leben rennen, Alter. So ist es einfach. Das sind die Regeln, die kosmischen. Ich halte es mit Filmen immer so, dass ich mir denke, so, okay, ihr dürft mir Scheiße erzählen, aber ich will, dass ihr euch verdammt nochmal Mühe dabei gebt, so, weißt du? Ist nicht wie bei Herr der Ringe, wir kommen nicht mehr weiter, Riesenadler. So. So, das ist halt irgendwie immer noch so eine Szene, wo man sich so denkt, Oder bei Walking Dead hatte ich das total oft, Alter. Bei Walking Dead war immer irgendwas, ist eingestürzt, so, und dann denkst du dir so, okay, alles klar.
Irgendwas muss ja passieren. Total bekloppt, sag ich dir. Diese ganze Filmgeschichte. Letztens, wir hatten aber einen ganz coolen Film letztens, den ich gut fand, war The Informant. Kennst du das? Nee, das fand, den Film, nee, den fand ich cool. Das ist ein Lied. Ja, okay, alles klar, dann weiß ich. Aber ich wage zu bezweifeln, dass wir den Text richtig kicken. Ja, natürlich. Ich kann da gar nicht. Wie ist es, Alter, ganz ehrlich, ne? Jetzt muss ich ja sagen, wir haben ja jetzt 3 Tage hier Lockdown-Light in Thüringen hinter uns. Und es macht einfach gar keinen Unterschied. Es ist einfach genau dasselbe wie immer. So, es ist außer, dass die Gastro zu hat und du nicht ins Fitnessstudio kannst. Ansonsten hat sich einfach überhaupt gar nichts geändert. Es ist der größte Scheißdreck, den ich seit langem gesehen habe. Ja? Meine Theorie dazu, um das Problem zu lösen, ist, alle bleiben 14 Tage zu Hause. Ja. Ja. Alle bleiben einfach fucking 14 Tage zu Hause. Und die Symptome entwickeln in diesen 14 Tagen, bleiben noch eine Woche länger. Ja. Und dann hat sich die ganze verfickte Scheiße erledigt. Ohne Scheiß. Das ist die billigste Variante, das ist die schnellste Variante, das ist die beste Variante. Gut ist. Naja, aber es gibt ja wirklich systemrelevante Jobs, bei denen das nicht geht. Bei den Bullen kannst du es nicht machen, Diebe. Bei den Krankenhäusern kannst du es nicht machen. Diebe, Dealer, Diebe, Dealer, Räuber, es Mörder. Ist, man muss dann einfach auch natürlich auslesen. Es bleiben alle zu Hause. Es gibt keine Ausnahme. Und die Leute, die auf der Intensivstation sind und wirklich Hilfe brauchen, also es gibt einfach auch eine natürliche Auslese. Oh, ich sag Gott. Ganz ehrlich, ich bin mir relativ. Das ist nicht ganz ernst gemeint. Ja, das Problem ist ja, ich habe mir vorhin. Das war das Ausrufezeichen, das ironische Ausrufezeichen. Mhm. Ich habe heute Morgen noch so eine Rede beziehungsweise so einen Vortrag von Dr. Drosten gehört. Dafür, weil ich habe mich jetzt mit dem Thema auch gar nicht mehr befasst, muss ich sagen, weil mir das einfach, das ist mir zu viel. Das ist mir auch scheißegal so ein bisschen, aber das war mal ganz interessant, sich mal so anzuhören, wie das überhaupt mit den Tests gerade läuft, wie man überhaupt zu diesen Maßnahmen gekommen ist und so weiter und so fort. Ich bin aber trotzdem der Meinung, und da habe ich schon ein paar Wetten drauf abgeschlossen, ich sage, es wird jetzt so locker flockig gemacht, die Fallzahlen gehen weiter hoch oder bleiben konstant so, wie sie sind. Und in 2-3 Wochen sitzen wir alle zu Hause und niemand darf mehr raus. Also ich habe auch zu den Leuten hier in Thüringen gesagt so, oder auch zu den Leuten, mit denen ich arbeite, ich sag, nehmt jetzt noch mit, was ihr kriegen könnt, die paar Wochen, aber ich schwöre euch, wir machen auch dicht. Die Theorie, die sich bei uns im Laden ergeben hat, war, die haben jetzt den Lockdown bis November, dann ist im Dezember auf und spätestens im Februar ist nochmal alles dicht. Weil dann geht's noch mal richtig hoch. Weil wenn du dir so die Grippekurven anschaust, ist wohl Januar und Februar immer noch mal richtig heftig und dann geht's noch mal richtig ab, Alter. Ja, das weil stimmt. Weil sich zu Weihnachten noch mal alle gegenseitig in den Mund gespuckt haben. Dann geht's aber ab. ich glaube nicht, dass das dieses Jahr auch so ist, weil es laufen alle mit Maske rum. Das hatten wir vorher noch nicht. Das haben wir auch noch kein Jahr. Und das Ding ist halt auch an der Sache. Ich glaube nicht, weil die haben ja jetzt diesen Wellenbrecher sozusagen gesetzt. Das war zumindest, wie es ja genannt wird. Die Fallzahlen gehen ja nicht runter. Guck mal, wir hatten gestern und vorgestern, glaube ich, wieder 14 oder 16.000 Neuinfizierungen, so weißt du. Also das heißt, es hat einfach gar nichts gebracht. So, siehst du, was ich gehört habe, ist, dass in diese Tests und sowas halt an alle getestete Personen ist wirklich jeder Test, der gemacht wird, spielt halt mit rein. Ne? Und es sind halt Gesundheitsberufe oder sowas, wo eventuell regelmäßiger getestet wird, spielt halt alles immer mit rein und es ist nee, Neuinfektionen. Du meinst nicht, wenn jemand jetzt getestet wird und dann, dass er nochmal getestet wird, dass das dann 2 einzelne Zahlen dazu sind, oder was? Nee, alle Tests, ne, die gemacht werden, egal ob das jetzt hingehauen hat oder nicht, es gibt ja auch fehlerhafte Geschichten oder sowas, es wird erstmal alles mit reingezählt. Das ist doch dumm, weil dann kannst du ja sagen, wie viele Tests haben die gemacht und das ist die Zahl.
Ja, aber da, weißt du, das ist doch dem, also wieso sollte man sagen, ja, wir haben so und so viele Tests ausgehändigt, also ist das die Zahl, es geht ja nicht um die Zahl der Getesteten, sondern um der Neuinfizierung. So, das ist ja die Zahl. Wie viele Tests gemacht werden, das hat man ja selber in der Hand, da kann man sagen, ab heute wird nicht mehr getestet und wir haben eine Zahl von null. Wow, so weißt du, und trotzdem. Ja, darüber habe ich auch schon diskutiert, ey, mit jemandem. Habe ich das erzählt? Ach, keine Ahnung. Weißt du, ich will mich auch gar nicht über den Sinn und Unsinn von diesen Maßnahmen auslassen, weil ich einfach immer denke, ich bin Tätowierer, weißt du, und man macht sich vielleicht seine Gedanken darum, aber ich befasse mich mit diesen Maßnahmen einfach nicht so, weil ich mir einfach denke, ich kann es eh nicht ändern, weißt du? Wie fair findest du das denn aktuell, dass Sachsen-Anhalt und Thüringen gesagt hat, ja, also für mich ist das ja bildlich so, ne? Muss man sich das so vorstellen. Pressekonferenz, die Merkel erzählt da ihre Geschichten, erzählt, dass das jetzt alle hier die und die Bestimmungen sind. Da kommen die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Thüringen, lassen die Hose runter und kacken ja links und rechts neben das Mikro und sagen, wir machen unsere eigene Suppe. Ja, man muss, also ich glaube, da ist auch viel politisches Interesse hinter, weil die Leute halt auch Bock haben, wiedergewählt zu werden irgendwann so. Und die wollen natürlich ihren Leuten, die ja eh schon gerade hier in Ostdeutschland, habe ich so den Eindruck, ganz, ganz dolle, weißt du, wie eh schon hier mit Vater Staat zu kämpfen haben mit den Sachen jetzt nicht, weil Vater Staat denen besonders Unrecht tut, aber du hast... Beeindruckt dich das? Diese Querdenker-Heinis waren auch hier und bla. Der Ramelow meinte ja zum Beispiel einfach, dass er das dem Landtag zum Abstimmen vorlegt, so. Und die AfD und die CDU haben dann gesagt, nee, wollen wir nicht so, das ist Sache der Regierung. Generell muss ich sagen, finde ich es eigentlich, also macht in meinen Augen Sinn, es ist logisch zu sagen, dass wir zum Beispiel hier aufmachen dürfen, weil es geht ja darum, wo stecken sich die Leute an. So, und das ist in einem Tattoo-Studio, also wir sind keine Superspreader, beim besten Willen nicht. Jeder, der schon mal beim Friseur war, gerade zu den Friseuren, wo wir als Boys hingehen, ist das so, da ist Hygiene, ne, ich will jetzt niemanden diskreditieren, aber es ist halt auch so, also wir sind auf jeden Fall hygienischer. Also wir arbeiten zwar auch mit Blut, aber es ist halt trotzdem bei uns, wir haben nicht so einen hohen Durchlauf und so weiter und so fort. Also es ist, ich muss sagen, also es ist für das Arbeits- oder für die Arbeitssicherheit ist es fair, dass wir aufmachen dürfen, definitiv. Mhm. Und dass die da eine Sonderregelung fahren, weil es einfach Sinn macht. Auf der anderen Seite, infektionstechnisch macht es, finde ich, keinen Sinn, weil du so noch mehr Leuten die Möglichkeit gibst, wieder rauszugehen. Und dann haben wir einfach genau dieselbe Scheiße wie sonst auch. Also es müsste eigentlich wirklich auf ein Minimum runtergefahren werden. Ja, in der Pressekonferenz hatte sie ja auch gesagt, dass diese Frage auch aufkommt oder dass halt auch schon welche gesagt haben, so ja, aber wo kommen denn die Infektionszahlen her? Wo sind denn die neuen Infektionen? Wir sind doch keine Berufsgruppe, die dazu beiträgt, dass neue Infektionen überhaupt dazukommen. Und sie meinte halt, dass wir aktuell an einem Punkt sind, wo wir es nicht mehr sagen können. Der Überblick wurde quasi verloren, man weiß nicht mehr wo und es wird einfach mit der Schrotflinte halt irgendwo hingeschossen und die getroffen sind, die bleiben halt so. Die öffentlichen Dienste sind halt überlastet und am Ende, ich meine, ich kann auch die Politik verstehen, willst du jetzt für jeden Nischenberuf, und Tätowieren ist nun mal, auch wenn es vielen nicht vorkommt, immer noch ein Nischenberuf so, willst du da für jeden Nischenberuf jetzt eine Sonderregelung treffen, da wirst du ja noch nicht fertig. Da reicht halt einfach nur, Drosten hat heute Morgen gesagt, irgendwie dann, man kann mit dem Hammer drauf, der Hammer und der Tanz hat er es genannt, man haut, wenn man irgendwas nicht kennt, erstmal mit dem Hammer drauf und danach tanzt man und guckt halt, was geht und probiert es ein bisschen aus und sieht halt zu, welche Maßnahmen greifen. Also ich finde es erstmal wichtig jetzt, dass das halt so gemacht wird und nicht erstmal wieder komplett dicht gemacht wird, weil dann hieße das, dass man aus dem Anfang des Jahres überhaupt nichts gelernt hat. So. Mhm. Und deswegen, ich meine natürlich, ich hätte mir jetzt auch 4 Wochen Urlaub auf Start seinen Nacken gönnen lassen, so ist es nicht. Also ich habe mich jetzt was heißt nicht überschwänglich gefreut, ich hätte den Urlaub einfach gebrauchen können, so, weißt du, also ich habe gedacht, ich hätte da jetzt kein Problem mit gehabt, so, aber es geht ja in dem Fall auch nicht nur um mich, sondern es gibt auch Leute, die gerade Startups sind, die gerade aufgemacht haben, die vielleicht wirtschaftlich nicht gut dastehen und so weiter und so fort, und für die würde ich mir natürlich auch wünschen, dass die einfach weiterarbeiten können, weil staatliche Subventionen hast du auch nicht in 2 Wochen, weißt du, das dauert auch alles, bis das ausgezahlt ist und bei dir ist, und da gibt's jetzt eine Menge Leute, die jetzt echt am Rotieren sind. Ich verstehe zwar trotzdem nicht, warum die Leute alle jetzt so tun, als wäre das jetzt so, also nicht klar gewesen, dass sowas jetzt nochmal kommt. Mhm. So, oder dass uns das nochmal sonders wie behelligt und sich halt nicht darauf vorbereitet haben, ist mir persönlich ein Rätsel. Aber auf der anderen Seite, ich kenne eine Menge Leute, die jetzt Klagen eingereicht haben bei den Gerichten.
halt dafür, dass halt das, das, ich glaube, das nennt sich Normenkontrollantrag, dass die ganze Geschichte jetzt halt geprüft wird, ob das rechtens ist. Und ich mache jetzt mal den Nostradamus und ich sage, das wird jetzt alle Maßnahmen, auch von der Gastro und so weiter und so fort, werden jetzt per Gerichtsdekret ausgehöhlt, so, dass die alle überall die Regelungen wieder kippen. Ist ja jetzt auch gängige Praxis, dass sie in Alkoholverbot kippen oder was auch immer. So, und dann werden die Infektionszahlen schlimmer, wenn nicht sogar, dass sie so bleiben. Ich glaube, das reicht schon, dass hier, dass es hier nicht mehr ganz so gemütlich wird. Und dann ruft Berlin den Notstand aus und dann sitzen da alle zu Hause. Und dann darf niemand mehr raus. Ich glaube, also ich glaube ganz ehrlich, die Leute außer sind nicht mir. Die Leute sind nicht eigenverantwortlich genug dafür, um sowas umzusetzen. Das, wenn wir ganz ehrlich sind, weiß das auch jeder von uns. Die sagen zwar alle immer, ja, ja, wir sind auch so verantwortlich, die sind nicht verantwortlich, die sind einfach, die meisten sind egoistisch, die wollen halt ihren Film so lange fahren, wie sie halt können und dann zusehen. Zum Beispiel habe ich mich heute Morgen tierisch aufgeregt. Ich habe gelesen, dass hier dieser Pearl Club in Berlin, dass die einfach eine halbe Million Corona-Subventionen gekriegt haben, was sowieso schon, also die sind, glaube ich, der einzige Club in Berlin, die überhaupt so viel Geld gekriegt haben, waren wohl, dass noch nicht mal klar war, warum die überhaupt antragsberechtigt waren, weil die ja eigentlich eine Disco wohl sind. Also das las ich irgendwie so kontrovers und dass die jetzt erstmal hergegangen sind und am Samstag nochmal irgend so eine illegale Party gemacht haben, da habe ich mir echt gedacht, so boah, ohne Scheiß. Die hatten sogar eine Sondergenehmigung, ne? Eigentlich ist ja 23 Uhr zu. Ja. Und die haben bis 24 Uhr gefeiert. Das muss aufgelöst werden. Ja, die das von den so, Cops. Also ich muss ja dazu sagen, wir waren am Samstag zu Halloween auch draußen in der Bar. Und wie soll ich das beschreiben? Alles für den Arsch. Ach, weiße, keine Ahnung. Ich denke mir ist halt einfach, es ist einfach, also ich kann... Also ich, das ist richtig schwierig. Die Sache ist einfach, ich habe mir diese Pressekonferenz angesehen, ne? Und mich hat das wirklich selbst, und ich meine das, also davon abgesehen, dass ich weiß ja nicht mal, ob ich tatsächlich betroffen bin oder nicht. Es gibt für meinen Beruf und für das, was ich hauptberuflich ausübe, keine Regularien. Ja. Ich kann mir was aussuchen. Ich könnte jetzt einfach einen Monat nicht arbeiten und das begründen, weil ich körpernah arbeite. Ich gehöre zu... Weil, um überhaupt an Abdrücke zu kommen, arbeite ich quasi in der Gefahrenzone himself und ist halt so. Ja. Letzten Endes, niemand hat's gesagt, weil ich gehöre auch irgendwie zum Einzelhandel oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Schwierig. Du bist ja dann Handwerker irgendwo. Genau. So systemrelevant, nicht mal ansatzweise. Was auch immer. Bla, bla, bla. Und ich saß da vor und musste halt an voll viele Freunde von mir denken, an dich, an Matze, an Julian, was auch immer. So, und wie kacke das für die jetzt wieder wird, ne? So, man hat ja dann auch mit euch gesprochen und für die meisten war das so, ja, okay, gut, haben wir schon irgendwie abgesehen und so und haben uns ja auch vorbereitet und wenn es wirklich so klappt mit den 75% und so, alles halb so wild, schaffen wir schon, ne? Und ich muss auch dazu sagen, also ich kann nur von Einzelunternehmern sprechen, die wirklich nur für sich zuständig sind. So. Wenn die es nicht schaffen, mit dem, was sie arbeiten und erwirtschaften, diese 4 Wochen zu überbrücken, machen die was falsch. Ey, ich sehe es genauso. Ich sehe es wirklich genauso, weil ich habe wirklich Mitleid mit den Leuten, die Angestellte haben, weil da bist du wirklich auf gut Deutsch gesagt trocken in den Arsch gefickt, so, weil das hier in Deutschland erstmal richtig teuer ist. Ja. Und wir als ein Unternehmen, was halt auch eine hohe Marge hat, weil bei Tätowieren ist ja hauptsächlich die Marge, also das Tätowier-Equipment ist ja nicht so teuer, was du da verbrätst, wie das, was das Tattoo nachher kostet. Aber nicht mal ich würde mir jetzt so ohne weiteres jemanden einstellen, so, weißt du, der eigentlich, ne, weil ich mir halt einfach denke, nee, das ist mir einfach zu riskant finanziell. So, und da muss ich mir immer denken, so, überleg mal, wie krass das ist, wenn du halt wirklich 3, 4 angestellt hast oder 2 alleine schon, das reicht ja schon aus. Die Soforthilfe, die du damals gekriegt hast, so, selbst wenn du die vollen 9.000 Euro gekriegt hättest, ne? Gut, du hättest Kurzarbeit machen können, wir gehen jetzt mal davon aus, hast du nicht gemacht. Aber 9.000, das ist, das sind 2 Angestelltengehälter von einem Durchschnittslohn, so, weißt du? Mhm. Das war's. Da hast du noch keine Miete von bezahlt, keine Versicherung, gar nichts. Und
und dich selber schon mal überhaupt nicht. Ja. So, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. Aber man muss auch dazu sagen, gerade bei uns im Tätowierwirtschaftszweig zeigt sich halt immer wieder, dass die Leute sich einfach, dass sie einfach überleveraged sind. Die haben einfach, die leben so hart über ihre Verhältnisse, das ist richtig heftig so. Die leben halt davon, dass halt konsequent Geld reinkommt so. Und wenn das halt nicht mehr so ist, dann sind die halt gefickt so. Da legt sich keiner was zurück und hat irgendwie ein Aktienportfolio oder macht sich irgendwie Gedanken, wie das mit Rente und so aussieht. Ne? Das sind halt Kackthemen, die sind halt nicht Rock'n'Roll. Aber ganz ehrlich, man will doch auch nicht bis 70, 80 tätowieren oder was heißt, vielleicht will man ja, aber man kann es irgendwann einfach nicht mehr so. Ganz einfach. Guck dir die Leute an, die in dem Alter noch tätowieren. So, das sind keine Sachen, die du haben willst. Außer du hast es geschafft, cool zu sein, dass du halt, ne, dass die Leute es wollen, aber sonst. Ja, aber wie viele, genau, niemand. Wie viele von denen sind noch da? Weißt Handvoll. Du, von den alten, wirklich von den Rock'n'Rollern. Ja, so, von denen man sich einfach was machen lassen würde, weil das halt geil ist, weißt du? Wie viele Ed Hardys rennen denn noch rum? Ich weiß gar nicht mehr, ob Ed Hardy überhaupt lebt. Ja, naja, ach, wie gesagt. Weißt du, was ich meine? Aber das ist ja. So. Aber egal, zu dieser Pressekonferenz, ich saß da vor dem vor dem Rechner und hab mir das angeguckt und dachte so, wie viele Gastrobesitzer sitzen gerade vor dieser Pressekonferenz und brechen in Tränen aus. Ja. So, weil es ist einfach unglaublich. Die kriegen es nicht geschissen. Die können es drehen und wenden, wie die wollen. Die kriegen es nicht geschissen. Wenn es klar gehen würde, damit habe ich mich jetzt natürlich als aktuell noch nicht Betroffener nicht befasst, aber wenn man wirklich 75% seines Monatsumsatzes wohlgemerkt kriegt, unabhängig davon, wofür man es ausgibt, die sagen einfach, wir erstatten dir 75% deines Umsatzes, ne? Mhm. So, dann muss ich sagen, dann ist das eigentlich bezahlter Urlaub für uns, so. Was eigentlich, also ganz ehrlich, so, das ist richtig, also das, ich fände, das werden wir in unserem Leben nie wieder erleben, dass sowas passiert. So, vielleicht außerhalb von, also vielleicht in der Corona-Zeit durch noch einen Lockdown nochmal, aber ansonsten in dieser Zeit, sowas werden wir vom Staat nie wieder kriegen. Aber du, aber die schenken uns das nicht, ne? Das wird, selbst wenn das so gesagt wird, das müssen die sich ja wiederholen. Ja, das ist eine Einnahme. Der Staat macht halt praktisch dann diesen Umsatz und davon zahlst du natürlich auch Steuern. So, klarer Fall. Ja, das heißt, aber auch so, also ich bin mir ziemlich sicher, dass im Anschluss halt auch Steuererhöhungen kommen oder sonst irgendwelche Sachen, die halt auf den Bürger abgewälzt werden, ja, um das diese Sachen zu kompensieren. Ja, das, guck mal, aber brandgefährlich, also muss ich dazu sagen. Finde ich brandgefährlich, aber das glaube ich, ich glaube nicht, dass die Steuern erhöht werden, weil du musst ja die Wirtschaft ankurbeln. Das Ding ist, das kannst du machen, wenn es einzelne Zweige betrifft, aber wenn es alle betrifft, das Ding ist halt, das ist so ein bisschen das Sicherungsseil, was wir haben in der Wirtschaft. Wenn du die Wirtschaft im Allgemeinen fixst, das ist das, wo du dein Geld herkriegst, so. Auch als, glaubst du, die 16% aktuell werden noch verlängert? Ich glaube nicht, weil ich gelesen habe, dass das dem stationären Handel überhaupt nichts gebracht hat. Das heißt, wenn die sehen, es bringt nichts, dann werden die sich das safe wiederholen, so 100%, dann wird's wieder ab. Aber so, ich meine, 3% sind 3%, das ist schon mal was. Ich glaube nicht, dass das weitergeführt wird, ganz ehrlich, weil irgendwann, ich glaube zwar auch für nicht, dass für mich ist das zum Beispiel, oder für also für mich privat, ist das tatsächlich relevant aktuell, dass ich mir Gedanken mache, welche Anschaffungen brauche ich jetzt aktuell noch? Und dann gucke ich und da schlage ich eventuell nochmal zu, um nochmal die paar Prozent zu sparen. Ja, dafür ist es ja auch da. Für große Anschaffungen oder sowas, also, weißt du? Ich glaube nicht, dass es verlängert wird. Man muss jetzt mal gucken, wie die nächsten 2 Monate aussehen, so, aber ich bin der Meinung, dass das nicht passiert. So. Aber die werden natürlich irgendwann auch mit der ganzen Subvention. Das Problem ist gar nicht so das Problem ist auch Inflation. Weil da sind jetzt wird so unfassbar viel Geld reingebuttert, so, das wird eine richtig harte Geldentwertung irgendwann geben. Und das ist auch noch ein großes Problem dabei. Weil dann, du kannst nicht überall einfach Kohle reinpumpen, so, und dann funktioniert das alles wieder. Nee, dann ist es halt, ne, dann haben wir halt mit Inflation zu tun. Schön wieder mal ein paar 5 Millionen Euro Scheine in der Tasche, oder? Und mal schöne Scheibe Brot. Genau, die gibst du dem Penner dann. Lotto spielen wird auf einmal überhaupt nicht mehr interessant, so. Das ist crazy, Alter. Aber wie geil, stell dir mal vor, wie krass das ist für Leute, die jetzt gerade einen Kredit haben und ein Haus abbezahlen müssen oder so. Ja. Das ist richtig heftig dann für die. Ja, aber wie gesagt, also long story short,
ich finde, dass es, also du hast mich ja nach Fairness gefragt, mir tun natürlich meine Kollegen in den anderen Bundesländern leid. Für uns tut es mir natürlich nicht leid, weil abhängig sein ist. Ist jetzt ein offizieller Aufruf für Guestspots aktuell in deinem Laden? Ey, hör, boah, ohne Scheiß, Alter, wir haben richtig viele Anfragen für Guestspots gekriegt, aber ich bin da, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt dabei, weil das wird ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht. So, das heißt, natürlich will ich den Leuten, die wirklich Probleme haben oder arbeiten müssen oder wollen, auch unter die Arme greifen. So, und dann können die auch gerne kommen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wenn du jetzt dir alles mit Gästen vollknallst, sendet das auch so ein bisschen so ein falsches Signal. Weißt du, wie ich meine? Mm. Also ein bisschen sketchy. Habe ich mich mit ein paar Tätowierern schon unterhalten, mit Marcel zum Beispiel. Deswegen haben wir den jetzt erstmal auf Januar gesetzt, den Guestspot. Der musste ja abgesagt werden, den er eigentlich bei mir hatte. Und das ist mir auch eigentlich, stell dir mal, also ja, ich bin da noch im Zwiespalt. Also mal so ein, zwei Tage arbeiten, das ist sicherlich nicht das Thema, aber jetzt, dass alle am Start sind, das sehe ich jetzt erstmal nicht. Mm. Aber mal gucken, wer weiß, wie sich das entwickelt. Also wenn mich haben, glaube ich, 3-4 Leute gefragt. Wir haben, du willst auch, hier also nicht Deutschlands Elite reinholen. Ey, wenn die Bock haben zu arbeiten und zu tun haben und vor allem, wenn ich sag halt, wenn die unterkommen, ey, warum nicht, weißt du? Aber es ist halt, man ist trotzdem noch so zwiegespalten. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute, die jetzt den Mund aufreißen, eh die Leute sind, die ein Angestelltenverhältnis haben oder was auch immer und sagen, ja, dann macht er halt einfach zu. Die verstehen diesen Druck dahinter nicht, weißt du? Ja, voll. Das ist ja auch das, was die Politik halt eben kompensieren muss. Ich glaube, es wäre viele Leute wirklich einfacher, sich auch auf diese Infektionsmaßnahmen einzulassen, wenn sie denn sicher wüssten, dass für ihr Wohl, ihr finanzielles Wohl in dieser Zeit gesorgt ist. Ey, ich fand schon mal richtig gut, dass überhaupt in dieser Pressekonferenz die Sprache war von Solo-Unternehmern, von wirklich den kleinsten Leuten, die für ihr Geld alleine aufkommen. Ne, die für alles alleine sorgen, so kleine Handwerker, wirklich Leute, die einfach sich sagen, Alter, ich will von niemandem abhängig sein, ich gehe raus, ich schufte mir den Arsch bucklig, aber ich will halt mein eigenes kleines Universum schaffen, ne? Und die zahlen ihre Steuern, die geben ihren Beitrag ab, die sorgen dafür, dass das ganze System irgendwie mitläuft. Und wenn die Regierung so eine Leute vergessen würde, das wäre, als würde man ins Gesicht gespuckt bekommen. So, weißt du, was ich meine? Das Ding ist, du musst hier überlegen, auch das kann sich die Politik nicht leisten, weil wer trägt denn den Staat? Das machen nicht die Riesenkonzerne, das macht der Mittelstand. So, weil die großen Konzerne haben alle so viel Kohle, dass sie hier einfach gar keine Steuern bezahlen und dementsprechend halt auch nichts passiert. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, und da sind wir ja alle Opfer von diesen ganzen großen Kartellen. Alle kaufen bei Amazon, ich will mich da ja gar nicht rausnehmen, so. Aber du trägst ja selber auch aktiv dazu bei, dass diese ganzen Monopole überhaupt erstmal entstehen können, so. Mm. Und das ist halt eben die Geschichte. Und deswegen kann man da halt sagen, ja, gut, okay. Und deswegen dürfen die das auch nicht vergessen. Es ist halt auch eine Sache, guckst dir jetzt an, wenn du den Leuten jetzt reindrückst, die alle eh schon angenervt sind von dieser Covid-Scheiße und die ersten, weil du merkst doch jetzt schon, wie es ist, im Gegensatz zum Frühjahr. Ja, guck mal, im Frühjahr, weißt du, wie leer die Stadt da war? Ich weiß nicht, wie es in Berlin war, aber hier war es richtig leer. Du hast hier niemanden auf der Straße gesehen. Es ist eine fucking Katastrophe. Berlin ist eine fucking Katastrophe. Um mal ein Beispiel zu sagen. Mein Junge geht ja in Brandenburg zur Schule und ich wohne ja quasi mitten in Berlin. Und oder mehr noch im Osten in Berlin. Und ich stehe morgens auf um 6 und Odin muss in der Schule sein um 7.45 Uhr, so dass so Einlass, ne? Und wir sind heute fast zu spät gekommen. So, ne? Wir fahren um 6.30 Uhr, fahren wir los. Da sitzen wir im Auto. Wir stehen auf, wirklich 30 Minuten, Zähne putzen, waschen, anziehen, Brote schmieren, Tasche packen und ab ins Auto, ja. So, du schaffst nicht mal die Augen richtig aufzumachen. Ne? Um 6.30 Uhr sitzen wir im Auto und heute war der um 44 quasi in der Schule. So, und es war, Alter, das ist der Verkehr des Grauens. Es ist die Hölle los. Es ist die Hölle los. Ja. So, es wird. In Berlin merkst du das aber. Unfassbar.
Berlin hat mit vielen Sachen einfach so nichts an der Mütze. Du hast den Eindruck, dass die ganzen Leute jetzt da alle nur wirklich aufs Partymachen fokussiert sind und sich da keiner irgendwie um irgendeinen anderen Scheiß schert. So, weißt du, das sind halt, ich sehe es ja hier auch und ich bin da auch ein bisschen im Zwiespalt, weil ich mir denke, ja klar sind das Idioten, aber ich war auch mal ein kleiner Idiot, weißt du wie, der sich da nur um sich und seine Sachen geschert hat, weil sich die ganzen jüngeren Leute, die ganzen Studenten hier ist genau dasselbe. So, du guckst raus, die saufen hier und machen sich eine geile Zeit so die ganze Zeit, weißt du, da machst du dir ja auch keine Vorstellung, weil die sich halt denken, was geht uns die Scheiße an, das ist für uns maximal ein kleiner Schnuppen und dann sind wir fertig damit so, ne? Mhm. Dass da aber andere Leute noch drin sind, das ist genauso wie beim Sport. Dann siehst du Leute, die Fitnessstudios haben zu, so, und dann siehst du Leute, die sich dann zu Hause treffen, zu zehnt oder was auch immer, oder lass es auch mal weniger sein, es reicht ja, wenn da irgendwie 4-5 Mann irgendwie auf kleinstem Raum trainieren und das dann auch noch hochladen, wo du dir denkst, ganz ehrlich, ich verstehe, dass man Sport machen will und so, aber das wird ja nicht aus Dafke gemacht, wie meine Mom sagen würde, so, weißt du, sondern das wird ja aus einem Zweck Dafke gemacht. Und das ist eigentlich, ja, und das ist eigentlich ein ganz großer Mittelfinger in Richtung der Leute, die jetzt nämlich gefickt werden von diesen Maßnahmen, weißt du? Die ganzen Tätowierer, die Gastro, die Fitnessstudios, einfach so, ja, wisst ihr was, fickt euch so, uns ist das ihr müsst zwar dicht machen und ihr bangt vielleicht um eure Existenz so, aber uns ist das scheißegal, weil für uns ist nur wichtig, dass wir Fun haben und so und unseren Sport machen können. Mhm. Ist mit anderen Sachen auch so. Wie gesagt, bei den ganzen Sauferei und so, was halt geht, ja, keine Ahnung, da ist für die Bullen, glaube ich, ganz cool, dass das Wetter gerade scheiße ist, dass du nicht so viel draußen abhängen kannst. Auf der anderen Seite ist draußen das Ansteckungsrisiko wahrscheinlich wesentlich geringer als drin. So. Mhm. Und wie gesagt, Alter, ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, dass wir irgendwann hier einen ganz harten Lockdown nochmal kriegen und das in sehr naher Zukunft. Und dass wir jetzt arbeiten dürfen und dass das alles durchgegangen ist und alles geht, ist eine Momentaufnahme. Aber wie gesagt, ich gucke raus, ich sehe, dass sich überhaupt nichts ändert, dass sich auch an den Zahlen, die man so in den Nachrichten liest, nichts ändert. Und deswegen, das untermauert meine Theorie halt so, gibt dem Ganzen noch mal ein paar Tage, vielleicht auch noch ein paar Wochen so und dann ist auf jeden Fall hier die Wurst richtig warm. Ist die Wurst richtig. Ich schulde dir einen Fünfer, ne? Du schuldest mir einen Fünfer, auf jeden Fall, safe. Du kannst mir eine Dose Jackie schicken. Doch, ich will, dass du mir eine Dose Jackie schickst. Die siehst du niemals. Ha, auch gut. Ich mach's dir Donald Trump-Style. Und bezahl meine. Du sagst, du hast gewonnen. So. Und ich sag, ja. Ich hab gewonnen. Ja. Ich hab gewonnen. Du hast einfach Unrecht gehabt. Ich hab gleich gesagt, dass Thüringen und Sachsen dürfen offen bleiben und der Rest ist zu. Ich hatte recht, du hattest Unrecht. Weißt du, was mir übrigens richtig auf den Sack geht, Alter? Ich will ja unbedingt, also das, ich werde mir das antrainieren. Ich glaube, ich hab mir vorgenommen, so Donald Trump zu parodieren, weil ich tatsächlich finde, dass... Du willst ein richtig unangenehmer Zeitgenosse werden. So, dass das einfach in viele Situationen passt. Meinst du, der hat seine Tochter gebumst? Der hat eine Menge Frauen gebumst, aber seine Tochter... Ja, der hat doch... der fährt doch so auf seine Tochter ab. Das war doch so... Ah, weißt du wie? Das war doch immer so ein bisschen cringe, wenn da irgendwie... Ist ja auch egal. Das mag ich nicht. Also da mag ich mich nicht zu äußern. Das ist das... Das geht so... Das möchte ich erstmal niemanden unterstellen, aber... Ja, Epstein vielleicht, aber sonst... You know. Hast du die Epstein-Doku gesehen, Alter? Nee. Nee? Boah, guck dir die an auf Amazon, auf Netflix. Filthy Rich heißt das. Richtig krass. Richtig krass, muss ich sagen. Da geht's um. Das hast du nicht gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee. Boah, das musst du dir. Zieh dir das rein. Zieh dir das später noch rein. Ja? Nee, ja. Später mache ich das nicht mehr. Ich muss noch ein bisschen Bürokram danach machen. Ich bin heute noch nicht fertig mit Arbeiten. Schon fix und fertig, aber noch nicht mit Arbeiten. Ja, ich habe ausnahmsweise mal eine ruhige Woche, muss ich sagen. Hab morgen und übermorgen frei. Also das heißt, ich habe jetzt schon Wochenende. Oh, der feine Herr. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe seit März keinen Urlaub mehr gehabt. Auch wirklich frei? Ich bin hart überarbeitet gewesen. Ja. Also du machst nix. Nee, ich habe vorher alles einigermaßen gemacht. Ich war sogar gestern an dem Punkt, wo ich schon ein bisschen Langeweile hatte. Also ich wüsste, wie ich mich beschäftige, aber das sind alles so größere Projekte, die man dann angehen müsste. Weißt du, das lohnt sich nicht für einen Abend auf der Couch, da mal ein bisschen zu gucken. So. Also ich war mit allem, was jetzt gerade akut ist, war ich irgendwie durch, muss ich sagen. Und deswegen, nee, das ist aber auch mal geil, das zu haben. Und dazu kommt, ich habe jetzt gerade wirklich wesentlich mehr Zeit, weil ich mir nämlich
fast einer Woche so einen leichten Rotz eingefangen habe. Also hier trockener Husten, Geschmacksverlust, Fieber. Fieber, so. Gliederschmerzen, aber ansonsten. Ja, aber ansonsten halt läuft. Ganz normalen Schnuppen. Nee, ich hab mir wirklich, es läuft mir aktuell wirklich nur die Nase. Bis vor kurzem war das einfach eine fucking Erkältung. Ist es ja immer noch. Ich weiß auch, dass es kein Covid ist bei mir, weil es ist, ich habe einfach nichts, außer dass mir die Nase läuft. Und da muss ich aber dazu sagen, ich habe mich ja bis dato für unbesiegbar gehalten durch meinen Vitamin-D-Konsum. Aber der Boy hat doch ein bisschen Schnuppen gekriegt, aber ich bin bis jetzt sogar ohne Nasenspray ausgekommen. Richtig krass. Und ich habe jetzt nochmal ein bisschen Geld ausgegeben im letzten Monat. Und ich habe mir jetzt fürs Studio einen Luftfilter und einen, also einen Luftreiniger und einen Luftbefeuchter Dildo gekauft. Ach so. Ein Dildo. Weil ich mir nämlich dachte, das ist jetzt voll das Ding. Ich bin jetzt in der Studio-Optimierung hart drin. Geil. Du machst die Covid sicher. Ich mach sie Covid nicht sicher, aber wenn man reinkommt, muss man bitte durch so eine Desinfektionsschleuse. Nee, überhaupt nicht. Aber das ist so eine Wohlfühlatmosphäre, weil jetzt, wo es kalt ist, hast du natürlich die Heizungsluft. Heizungsluft ist trocken, dadurch sind halt deine Schleimhäute trocken und du erkältest dich leichter und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, kriegst du auch immer so hart, so Stalaktiten und Stalagniten heißen die so? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Popel in der Nase? Kennst du das, dass du manchmal Popel in der Nase hast, von denen du denkst, dass sie dir deine Nasenscheidewand durchbohren? Ich habe ich habe in meinen iPhone-Notizen stehen, dass ich dich fragen wollte, ob du passionierter Popler bist oder nicht. Ich habe wirklich ein Riesenproblem mit den Schleimhäuten in meiner Nase. Tatsächlich, ne? Das ist ein kleines Geheimnis, darf auch keiner wissen. Es bleibt jetzt unter uns. Ja. Aber naja, passionierter Popler würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich bin einfach, also mich stört das halt auch. Und ich habe wirklich teilweise Popel, die sich anfühlen, als würden mir, als hätte Zwilling da ihre Messerfabrik in meiner Nase aufgeschlagen. So. Und den musst du dann natürlich akut rausoperieren. Und dann natürlich versuche ich mit meinem Zeigefinger mir ins Gehirn zu pieken. Kenn ich. Hup mal, wenn ihr auch gerne popelt. Ne, und es ist halt so nichts, wofür man sich, also das ist jetzt nichts, womit man sich brüstet, ne? Ist jetzt nichts, wo man sagt, so ja, popeln, ja, das ist ja voll geil. Das ist ja wirklich schön. Das ist nichts, was man beim ersten Date erzählt. Ne? Beim ersten Date ist nicht so, kommt hallo, mein Name ist Adrian, ich habe richtig trockene Schleim heute. Da können sich schon mal richtig fett Popel sammeln. Und ansonsten Diarrhoe ist auch so ein Ding. Und du, Sibylle. Ich habe im Internet so ein Meme gesehen, das fand ich lustig, wo der Typ dann direkt zu dem Mädel direkt nach der ersten Nacht sagt, so ey, wenn du kacken gehen willst, geh kacken, sogar keinen Bock auf so eine verklemmte Scheiße, so weißt du. Und da muss ich sagen, das merkt man mit dem Alter. Früher hast du dich voll geschämt für jeden Scheiß, man hat noch nicht mal gepupst voreinander und jetzt ist es halt so, Alter, einfach machen. So, das meine ich ja mit, man wird im Alter einfach safe immer stumpfer. Dir ist das einfach scheißegal irgendwann. Naja, also man muss ab einem gewissen Zeitpunkt einfach auch sagen, auch wenn ich Ewigkeiten nicht davon ausgegangen bin, weiß ich mittlerweile, Frauen scheißen. Frauen auch kacken gehen. Ja. Ja. Frauen scheißen auch richtig. Frauen vergessen auch Spülen. Ne? So. Und Frauenscheiße riecht vor allem auch, und Frauenfurze riechen nicht nach Zuckerwatte. Nee. Sondern ist einfach. Die können mithalten, Alter. So, das ist einfach genauso wie wir. Die sind nur nicht so plump. Ja. Wir gehen damit hausieren. Weißt du, Frauen zelebrieren das. So, Frauen furzen sich nicht in die Hand und riechen dran. Ja. Ne? So, das ist ein Riesenunterschied. Also, es gibt viele Frauen, bei denen ich auch nicht mitbekomme, dass sowas passiert. Aber man weiß, dass es geschieht. So, man ist sich, also man wird mit dem Alter, für alle, die vielleicht jünger sind, kann man sagen, man wird immer man wird ehrlicher so zu sich selber, weißt du, man akzeptiert, dass man halt auch mal stinkt zwischendurch. Naja, was willst du auch machen? So, und es ist so, ach, da könnte ich so viele Geschichten erzählen. Alle nicht jugendfrei, deswegen kann ich sie leider nicht erzählen, weil wir keine Altersbeschränkung im Podcast haben. Ansonsten würde ich sie alle erzählen. Alle. Aber naja, ist ja auch Wurst. Geiles Shirt hast du übrigens an. Keiner kann es sehen, aber ich kann es sehen, weil wir nämlich facetimen wie immer.
Und ja, du hast das Ballern-Shirt an. Ja, ist schön. Ist das dein Favorit? Ist das dein persönlicher Favorit? Also, das, ich kann schon mal sagen, der Bestseller bei uns ist auf jeden Fall dieses Ritter-T-Shirt. Das finde ich auch lustig, aber ich das Ballern-Shirt finde ich geiler. So, das, ich hatte keinen Bock heute auf einen fetten Rückenprint, so, ich wollte einen anderen Print haben. Von daher, mein Favorit ist das Ballern-Shirt. Ja. Das Weiße? Nee, das Schwarze, was du anhast. Das Schwarze, ja, das ist mein persönlicher. Die sind alle geil, ist auch von der Haptik und so her gut. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber wir wollen ja nicht jetzt schon wieder euch zum Kaufen. Wir wollen euch nicht zum Kaufen überreden. Wir wollen euch zum Kaufen überreden. Wir wollen nicht zum Kaufen überreden. Wir wollen nicht zum Kaufen überreden. Was ist, Adrian, ganz kurze Frage. Du musst richtig doll pullern. Was ist das für eine Missgeburt gewesen, die da am Wochenende in Wien angefangen hat, rumzuballern? Boah, das ist eine schwierige Frage. Was ticken die Leute gerade aktuell so aus? Ey, das ist sowieso, es ist einfach crazy, Mann. Das ist einfach dieses verrückt. Es sind verrückte Zeiten. Es ist wild. Draußen ist der Wilde Westen ausgebrochen. Es ist der Wilde Westen ausgebrochen. Und vor allem, angemessen gewesen, ganz ehrlich. Und niemand hätte sich gewundert, hätte ich dem Typen, der mir gestern hinten aufs Auto gerollt ist, so marginal quasi, wenn ich ihm mit einer Schere ein Auge ausgestochen hätte. Das wäre einfach so, ja, okay, im Eifer des Gefechts und zur aktuellen Weltsituation vollkommen legitim. Hatten sie eine Maske an? Ja, gut. Ich wundervoll, verstehe nicht, Hygienemaßnahmen eingehalten. Ich verstehe aber nicht, wobei Österreich das Problem ist. So, Österreich, ich weiß gar nicht, also erstmal klar, die werden wohl irgendeine Armee haben, irgend sowas albernes, kleines, aber dass die jetzt irgendwie da unten auch in Syrien rumbomben oder so, das wäre mir neu. In Frankreich ist ja der Aufreger darum, dass es da wieder um diese Mohammed-Karikaturen geht, was vielen Leuten da einfach nicht passt. Mhm. Es ist auch generell, ich meine, die sind ja die sind ja sowieso ein bisschen humorbefreiter, was Religion angeht, so, aber was, keine Ahnung, generell, ich habe so den Eindruck, die Gesellschaft an sich wird ein bisschen humorbefreiter. Und weißt du, was mir ganz dolle auffällt? Die Leute sind alle ultra, ultra krass gereizt, so. Du hast so richtig, ich bin eigentlich, auch wenn Leute immer sagen, ich bin Misanthrop oder so, ich bin kein Misanthrop, ich mag Menschen eigentlich so. Aber ich muss sagen, aktuell machen die es einem wirklich schwer. Du hast irgendwie den Eindruck, dass alle nur noch richtige Kacklaune haben, so dass man immer angeflaumt wird, so. Ja, weißt, aber mir fällt es selber auch schwer. Pass auf, Straßenverkehr, Straßenverkehrssituation. Ich bin ja schon nicht der ruhigste Fahrer. Aber aktuell neige ich dazu, Manöver zu starten, die hätte ich vorher nie gemacht. Ich habe auf der Stadtautobahn, ist mir einer, weil ich habe die Spur, ohne Scheiß, so, ich bin jetzt keiner, der die wilde Sau macht, so, und wenn es so doch passiert, so, wenn ich jemanden rechts überhole oder sowas und bla bla bla, und es klappt dann nicht, weil da kommt ein ungeahntes Hindernis, dann entschuldige ich mich auch, so, das. Ja. So mit einem Handzeichen oder sowas, weißt du, so, weil ich will niemanden gefährden. Und dann will ich auf der Stadtautobahn einen Spurwechsel machen und ein Typ will mich nicht reinlassen. Ich komme dann trotzdem rein und der Typ fährt so nah auf, dass seine Rücklichter nicht mehr sehen kann. Was mache ich? Dead Move. Bremsen. Aber wirklich, einfach mal schön einmal abnicken. Und der ist ausgerastet. Es reicht ja schon leicht zu tippen, weißt du? So leicht zu tippen, dass hinten die Bremslichter angehen. Der ist ausgerastet hinter mir. Mit Lichttube, Hupe, alles. Und dann hat er Abstand gehalten, weil er sich wahrscheinlich dachte, der ist ja wahnsinnig. Und, und letztens auch wieder Autobahn übelst voll, alles richtig behindert. Und ich will auch wieder die Spur wechseln, von links in die Mitte, weil ich dann ich muss so in einem Kilometer muss ich halt abfahren. So, ich wechsle schon mal. Auch eine Braut, eine ältere, die sich dachte, nö, dich lasse ich nicht rein. Und was habe ich gemacht? Ich hasse das, was habe ich gemacht? So auf halber Höhe von der? Ich habe einfach rübergezogen. Aber richtig, als würde ich die rammen wollen. Wirklich. Und es ist, da merke ich einfach, meine Toleranzschwelle
Hurensöhnen auch, ne? gegenüber wird immer geringer. Es man geht kocht, mir einfach auf den Sack. Man kocht innerlich. Man steht morgens innerlich auf und denkt sich, ich bin der Covid-Nator. Genau. Man denkt sich so, ey, egal wer jetzt kommt, die sollen rankommen, die mache ich fertig. So, gib mir den Klitschko so, den hau ich um. So, weißt du, so fühlt man sich. Man hat da auch so eine, das Witzige ist, dass man jetzt nicht aggressiv ist, aber man kriegt so eine gesunde Scheiß-Egal-Einstellung, so, weißt du. So, ich hab sofort Motto, ja, Lust, okay, jemanden ins Gesicht zu hauen. Genau. So, ich will ja, wenn jemanden, jetzt also nicht mit der Faust oder sonst irgendwas, aber ich würde wirklich in 80% der Fällen gerne aussteigen und den Leuten einfach Schellen geben. Wirklich. Einfach ja, ausholen und denen mal so eine richtig schöne Backpfeife verpassen. Richtig schönes Beulerei-Karussell, Alter. Was für ein Ding? Ein Beulerei-Karussell. Kennst du das nicht von Buddy Ogeln? So können wir die Folge nennen. Beulerei-Karussell. Ich muss so krass pissen. Entweder moderierst du jetzt selber ab, alleine, oder wir machen das jetzt noch eine Minute zusammen, aber ansonsten muss ich mir in die Hosen pinkeln. Wie lange brauchst du denn mit Pinkeln? Sonst würde ich jetzt einfach so lange was sagen und dann kommst du wieder und dann... Ja, vielleicht muss ich auch einen kleinen Kacki machen dazwischen. Ja, okay, wenn du kacken musst. Das ist witzig, weil es jetzt genau wieder nach einer Stunde kommt. Aber gut, dann lass uns das eben zusammen machen. Also, du zuerst. Tschüss. Das war die beste Abmoderation überhaupt. Hast du jetzt aufgehört? Er hat aufgehört. Safe, krass. Okay, das war die beste Abmoderation überhaupt. Ja, Freunde, wir sind wieder alleine. Das neigt sich jetzt hier auch langsam dem Ende. Ich habe noch ein paar Sachen auf der Uhr, die ich gerne mit euch besprechen würde. Ich sag mal, reden jetzt hier allerhöchstens noch 1-2 Stunden lang. Nee, Quatsch. Wilde Zeiten auf jeden Fall, irgendwie weird. Ich muss auch sagen, dass ich selber auch mich nicht freisprechen kann, davon auch richtig angepisst zu sein in letzter Zeit. Aber ja, ich glaube, das wird alles auf lange Sicht wieder besser. Deswegen versucht ein bisschen zu chillen, raucht einen und wir hören uns nächste Woche wieder bei Erfroren. Es war heute wieder so dolle Covid-lastig. Ich weiß, ne, es geht uns allen auf den Sack. Ihr wollt schöne Pimmelwitze haben so und so einen Kram machen so und ihr wollt euch nicht mit der Scheiße behängen, die ihr sowieso jeden Tag im Radio hört. Kann ich verstehen. Aber auch wir haben ja hier unsere Laberrunde und uns geht es ja auch hauptsächlich darum, da auch mal uns drüber auszutauschen. Adrian und ich reden tatsächlich nicht mehr privat, seitdem wir den Podcast haben. Was witzig ist, weil wir uns, kleiner Funfact nochmal für alle, die bis jetzt durchgehalten haben bei dem Monolog. Adrian und ich, ne, haben die allererste Folge aufgenommen an dem Tag, als wir uns auch zum allerersten Mal gesehen haben. So. Und seitdem reden wir tatsächlich relativ wenig privat, aber telefonieren einmal die Woche. Ja, so ist das, Leute. Egal, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke an alle fürs Zuhören. Ich werde mir jetzt mal noch schönen Ingwertee trinken und wir haben euch lieb. Checkt noch unsere Webseite alforno-podcast.de. Bis nächste Woche.